Gemeinschaft von der Welt in die Mini-Wege Extreme einzogen. Wer es am längsten aushält, kann das Auto, ein Mini One, gerade vom Platz aus, mitnehmen. Aber schon gestern, weniger als 24 Stunden nach dem Einzug, hat es am ersten Kandidat ausgehängt. Der Amir, so heisst er, ist ausgezogen. Die anderen Kandidaten, die sagen, wahr, hat er gesagt, langweilige Bünzli-Schweizer, hat er gesagt, der Schweizer mit Migrationshintergrund. Katharina Mistakidis hat die Highlights aus dem Mini-Wege Extreme. Das Wettsitzen und der Minivan geht weiter. Aber ohne mich will ich die Gang raus. Das ist mir zu blöd, wirklich. Ehrenwort? Ja, aber das ist nicht wert. Echt? Finde ich jetzt. Ich habe das viel lustiger gefunden mit euch zusammen. Ich habe gemeint, wir vier, das wird viel mehr. Irgendwie so. Soll ich sagen, es ist mir einfach zu langweilig. Ja, ich begreife. Ich verstehe es bei dir, Kling. Ja, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß. Echt? Ja. Hast du dich jetzt einfach so entschieden? Ja, ich gehe jetzt lieber 3 Wochen auf Kroatien, ehrlich. Lieber jetzt als Ja, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gewöhne. Und dann wird ich nicht da 2-3 Wochen lang da bleiben, um nicht für nichts, um gar nicht. Okay. Und wünsche allen, allen viel Glück. Danke, ja. Ja, macht's danke. Gut. So. Mein Güte. Und genau so gewinnt man das Ding. Ja. Mit euch. Na. Ja, da sind wir alle auch ein bisschen baff gewesen. Wir kommen aus einer Challenge. Der Jonas hat die gewonnen. Und dann sagt der Amir, ich gehe raus. Steigt aus dem Auto aus, ohne noch gross ein bisschen zu überlegen, und ist weg. Wir sind dann natürlich auch ein bisschen ins Rotieren gekommen, haben aber mit ihm gerade ein Interview geführt. Und dort ist ihm, glaube ich, im Eifer des Gefechts auch rausgerutscht, dass er nicht ausgezogen ist, weil er die Challenge nicht machen durfte, sondern weil ihm seine Mitbewohner einfach zu langweilig sind. Das Wort Bünzli-Schweizer ist auch gefallen. Also wenn er so einen Spruch hat wegen der Bünzli-Schweizer, man soll auch abfahren. Wegen der? Wegen der Bünzli-Schweizer. Nein, das ist ein Bünzli. Die Bünzli-Schweizer. Vielleicht hatte ich ganz andere Erwartungen gehabt. Ich weiß, kann das nicht mal genau sagen. Das Auto ist extrem eng. Das habe ich im Voraus gerne nicht abgecheckt, leider. Und die 3 Personen, respektiere ich voll und ganz, sind einfach für mich extrem langweilig. Und das ist das Massgebendste gewesen. Du hättest Zündstoff reinbringen. Warum hast du das nicht gemacht? Zum Beispiel mal so eine Frage stellen, wo man etwas herausfindet über die anderen. Habe ich mir schon überlegt, aber ich möchte nicht, dass die ganze Ostschweiz sagt, wenn sie mich auf der Straße sehen, oh, was ist das für ein Blödian? Und so, das haben sie, einfach das Image habe ich nicht auf mich nehmen. Nein. Ja, die erste Nacht ist angestanden und die ist lang, hart und unbequem gewesen, wie man bei unseren Kandidaten sieht. Die ersten haben dann sogar auch gemerkt, dass jetzt wirklich, es heisst FM1 meine Wege extrem und auch wirklich extrem unbequem ist. Definitiv gehört zum Schlafen. Jeden Tag haben die Zuhörer und Zuschauer von der FM1 Mini Wege Extreme die Möglichkeit, um über die Challenge zu wählen. Ihren Liebling darf dann bei dieser Challenge sich einen Vorteil erspielen, wenn er die Challenge schafft. Gestern war das der Jonas und heute der Hampi. Er musste Schneeketten beim Mini montieren. Und er hat auch mit Bravour geschafft. Das hat für ihn geheissen, dass er eine halbe Stunde mit 500 Franken hier in der Shopping Arena posten darf. Grüezi wohl. Ich habe nicht viel Zeit. Haben kein Lachsbrötchen? Ein Lachsbrötchen oder so etwas? Ja, wie erwartet ist der Hampi zuerst einmal etwas anderes zu essen kaufen als nur immer Reis und Bohnen. Nachher ist er aber zielstrebig in unteren Stock. Dort hätte es ein Handy sollen sein, weil sein Alte kaputt ist. Und einen Staubsauger für die Freundin hätte er eigentlich auch noch kaufen wollen. Haben wir verhindern. Wir sind wieder rauf in den oberen Stock und haben dann hier Parfüm und Schmuck gekauft. Das ist für die Weihnacht, weißt du? Tag 3 von unserer FM1 Mini Wege Extreme. 3 Bewohner hocken auch noch im Auto. Der Hampi, der hat heute einen Push bekommen. Hat er auch selber gesagt, er hat ihm geholfen, dass er die Challenge machen durfte, um jetzt noch mal durchzuheben. Der Jonas hat gestern die Challenge gemacht. Also die einzige, die noch nie Liebling war, ist die Monika. Ja, und damit auch Monika mal ein Liebling wird, sind Sie die Heim gefragt. Sie können auf der Webseite von FM1 Ihre Stimme der Monika geben oder wer immer auch Ihren Liebling ist. Sie können dort auch jederzeit per Webcam schauen, wie es den 3 Bewohnern der Mini-Wege Extreme geht und was sie denn so machen.
oder eben nicht. www.radiofm1.ch ist die Adresse und Sie finden dort auch Tagebücher, Challenges nochmal und Kommentare zur Aktion und den einzelnen Finalistinnen und Finalisten. Nach der Mini-WG Extreme gibt es Kompakt News Extreme. Claudia Eckenberger hat die wichtigsten Informationen für Sie und Sie sehen sie ohne Webcam, sondern direkt hier im Studio. Bis nachher.